Die Teekultur ist eine rund 3000 Jahre alte Tradition aus Asien, die seit dem 17. Jahrhundert auch in Europa zelebriert wird. Tee trinken heißt bewusstes Genießen. Doch bei aller Poesie, die Teebranche ist ein hartes Geschäft. Erfolgreiches Agieren auf dem Parkett des internationalen Teemarktes ist schwieriger geworden. Die Laurens Spethmann Holding, dessen Kernstück die ostfriesische Teegesellschaft, die OTG, ist, gilt heute als führender Teeanbieter in Europa. Das Hamburger Unternehmen besteht seit 1907 und wird bereits in der vierten Generation von der Unternehmerfamilie Spethmann geführt. Bekannt für Innovationen und Mut, in der Region verhaftet, als Stifter und sozial engagiert, gelten sie als maßvolle Mittelständler. Ja, also in unserem Fundament heißt es, Menschen machen den Unterschied. Und das trifft natürlich bei uns in besonderer Weise zu. Zum einen brauchen wir Menschen, die unsere Produkte kaufen, Kunden, Konsumenten. Zum anderen brauchen wir Menschen, die sie herstellen, unsere Mitarbeiter. Ohne die beiden geht es nicht. Und für mich persönlich, würde ich sagen, macht ein großer Teil meiner eigenen Motivation als Unternehmer eben aus, dass man mit vielen unterschiedlichen Menschen in allen möglichen Ländern zu tun hat. Und besonders erfreulich finde ich es immer, wenn es Mitarbeiter, denen es vielleicht nicht so zugetraut wird, ihren Job zu machen, die nächste Aufgabe zu übernehmen, wenn die es trotzdem schaffen und sich richtig was draus machen. Das Das Tea-Tasten, Mischen oder in der Fachsprache Blending genannt, ist die Kunst der Abstimmung von Qualität und Geschmack. Täglich verkosten und bewerten die erfahrenen Tea-Taster der OTG zahlreiche Muster. Sensibles Geschmacksempfinden und fachliches Know-how entscheiden hier, aus welchen Rohwaren marktfähige Produkte entstehen. Die Ausbildung ist intensiv und dauert zwischen 5 und 7 Jahren. Weltweit sind die Tee-Einkäufer der OTG unterwegs. Immer wieder werden hier rund 140 Schwarz- und Grüntees akribisch geprüft. Ihre Heimat sind ausgewählte Teegärten in Indien, Sumatra, Malaysia, Mosambik, Kenia, Sri Lanka und anderen Ländern. Im Buchholzer Werk mischen Fachleute täglich mehr als 24 Tonnen Tee. Insgesamt verarbeitet die LSH rund 10.000 Tonnen jährlich. Die dreimonatige Lieferzeit der Rohware kompensiert ein ständiger Lagerbestand von 3 Millionen Kilogramm Tee. Das verlangt besondere Anforderungen bei der Qualitätssicherung. Für uns ist es wichtig, dass für einen Produktionsbetrieb selbstverständlich die Qualität stimmt. Das heißt, die Einhaltung unserer Qualitätsstandards. Das gewährleisten wir durch ständige Kontrollen innerhalb unseres Produktionsablaufs. Unsere Mitarbeiter tragen hier die Verantwortung in vielen Bereichen, angefangen von der Anlieferung der Rohware, der rohen Verpackungsmaterialien, bis hin zur Maschinenführerin, die ständige Kontrollen an unserem Produkt pflegt und die Qualitätssicherung. Selbst die Mechaniker bei uns im Hause müssen nach einer Instandsetzung gegenzeichnen. Mehr als 200 Verpackungsmaschinen stellen jährlich 13 Milliarden Teebeutel her. Rein rechnerisch verkauft die OTG mehr als 35 Millionen Teebeutel täglich. Die Durchdringung im gehobenen Markt als auch bei Discountern ist tief. Zu den bekanntesten Marken zählen Messmer, Milford und Onno Behrens. Die Laurens Spethmann Holding beschäftigt heute 1500 Mitarbeiter, davon 1100 alleine in Deutschland. Der Gesamtumsatz von 520 Millionen Euro soll durch gezieltes Engagement in der Türkei, dem drittgrößten Teemarkt in Europa, ausgebaut werden. Bisher betreibt die LSH Standorte in Großbritannien, Russland, Österreich und Frankreich. Hinter diesen Ergebnissen und Standorten steckt ein Familienunternehmen, das etwas von der Balance zwischen Tradition und Gegenwart versteht. Wo liegt heute die Innovationsquelle? Woraus wird sie heute gespeist? Die Neugier hat bei uns im Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Unsere drei zentralen Begriffe sind ja Kundennutzen, Marktstellung und Innovationskraft. Und gerade natürlich bei Innovationskraft geht es ohne Neugierde nicht. Und wenn man nicht neugierig ist, auch immer wieder auf neue Menschen, auf neue Ideen, in anderen Ländern, wo auch immer die herkommen mögen, wird man in puncto Innovation nichts bewegen. Und auch ohne Neugier auf andere Menschen, glaube ich, schafft man auch nicht das Klima, was man braucht, um innovativ sein zu können. Spethmann fordert kein externes Innovationsklima, beispielsweise von der Politik, sondern entwickelt die unternehmenseigene Innovationslandschaft. Im Fokus stehen dabei Mitarbeitermotivation und Bonussysteme.
Wir haben damals für uns entschieden, dass es nicht zielführend ist, dass die Mitarbeiter auf eine falsche Richtung konzentriert werden und dass diese Systeme niemals so gut sein können, um alle Eventualitäten abzudecken. Deswegen haben wir uns damals entschieden, es abzuschaffen und haben eine freiwillige Tantieme zum Teil eingeführt, die je nach Unternehmensergebnis entschieden wird von uns, aber ohne auch feste Parameter, sondern wenn es der Firma gut geht, geht es in der Regel auch den Mitarbeitern gut und nach dem Prinzip verfahren wir. Freiwillige Tantiemen zu Ungunsten der eigenen Rendite sind selten. Selten ist aber auch, dass ein Familienunternehmen von 3 gleichberechtigten Managern geführt wird. Ich sitze ja jetzt mit den beiden Hauptanteilseignern im Vorstand. Ist, glaube ich, eins wichtig, dass man Punkt 1 einmal ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und, glaube ich, was für uns noch wichtig ist, dass wir zwar eine Struktur haben, wie wir arbeiten, aber ich denke mal, wir uns sehr hautnah austauschen. Die Unternehmensphilosophie der Familie Spätmann sagt, Menschen machen den Unterschied. Menschen und ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des Handelns der LSH. Ein Beweis ist das Messmer Momentum, das neue Teemecker in der Hansestadt. Im stilvollen Ambiente treffen sich Kulturen, Geschichten, in denen Menschen den Unterschied ausmachen. Wer vorzüglichen Genuss und die Leidenschaft für Tee hegt, wird keine bessere Symbiose finden.